dieser Daniel 1, der ist ja im Prinzip in dem Roman aufgesplittet in einen wissenden Ich-Erzähler. Im Alter von ungefähr 60 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, das ist nicht genau genannt, der seinen Lebensbericht verfasst. Und diese zweite Schattierung dieser Figur ist ja das Handeln, würde ich jetzt mal das handelnde Ich. Das ist quasi eher in ganz konkreten Situationen, die er da im Lebensbericht festhält. Ja, jetzt gerade habe ich gedacht, ist mir diese Ebene um die Daniel 1 herum langsam schlüssig wird und auch diese Konstellationen und Beziehungen und Perspektiven eigentlich, die er auf sich selber hat. Aber dann kommt halt diese Zukunftsebene dazu und die hat nochmal sowas, also die ist ja auch so eine krude Mischung, finde ich, aus so Science-Fiction-Ideen, aber auch ganz viel hat es ja, finde ich, mit was zu tun, was wir kennen. Also ich finde es gar nicht so Science-Fiction-mäßig abgefahren oder so. Und die finde ich halt so ein bisschen schwerer zu da noch unterzubringen oder zu greifen. Also der Knackpunkt dieser Zukunftsebene ist ja dieses Gefühl dieser Klone, das, was ihnen alles abhandengekommen ist. Und das wird denen halt irgendwie bewusst beim Studium dieses Lebensberichtes. Also dass sie halt feststellen, dass das eigene Leben total entzaubert ist von irgendwelchen Geheimnissen, auch von Ängsten. Also sie müssen keine Angst haben, krank zu werden oder sterblich zu sein. Aber dafür ist ihnen halt auch auf dem Weg der Reproduktion. Wir chatten ein bisschen, die haben keinen wirklichen Körperkontakt, die haben keine Empfindungen, die haben im Prinzip sind das leere Hüllen. Das soll jetzt irgendwie die super Zukunftsutopie sein. Aber wir sind ja schon auf dem Weg. Ne? Ja. Also wird ja versucht, jedes Risiko und alles, was das Leben unwägbar macht und überraschend ist und auch Anarchie bedeutet und wo jeder sich völlig frei bewegen kann. Also diese Spielräume werden ja schon aktuell extrem eingeengt. Und wenn man dann sieht, dass so ein Klon auf so einen Lebensbericht von so einem Zyniker, sage ich jetzt mal, zurückguckt, der ja eigentlich, wo wir heute sagen würden, das ist eine ganz schön verquere Gestalt, ne? Der hat teilweise keinen richtigen Kontakt zu sich oder so. Ne? Also den würden wir jetzt ja gar nicht mit so das pralle Leben erstmal bezeichnen. Und dass der aber für jemanden in der Zukunft, sagen wir mal, so prall das Leben verkörpert, dass derjenige sich dann entscheidet, auf seine Unsterblichkeit zu verzichten und sich wieder sterblich oder der Sterblichkeit auszuliefern, ist schon interessant. Was mich halt auch so nervt an dem Roman und an dem Typen, ist ja schon auch dieses apokalyptische Opferrollending. Also dieses Pessimistische und auch das in einen Topf werfen, und das ist schon eine ziemliche Projektion von ihm selber auf die Menschheit. Also es ist auch wieder, hat wieder damit zu tun, eben nicht zu gucken und nicht offen zu sein, was gibt es noch oder was umgibt mich oder wie funktionieren andere Menschen. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, alles funktioniert so, wie er halt funktioniert. Na, es ist noch ein ganz klarer Standpunkt. Aber es ist halt nur, ja. Also, und an diesem Standpunkt, sagen wir mal, kann man den eigenen Standpunkt, das was du ja jetzt gerade machst, schärfen. Also gerade dieses Ding, was einen so ein bisschen befremdlich stimmt, provoziert doch Reaktionen. Und, also ich finde das total spannend, wenn er bei sich bleibt und wenn es darum geht, eben wie irgendwie in dem Roman auch die Distanz zu sich selber beschrieben wird. Ne? Aber wo ich, glaube ich, jedes Mal so denke, oh, das langweilt mich ein bisschen, diese Projektion auf die Menschheit dessen. Also, dass man sagt, alle Menschen sind so und es geht kein Weg daran vorbei, dass die Menschheit darauf hinausläuft, dass sie sich nicht mehr spürt. Also jetzt mal so ganz platt. Ne? Das finde ich schon, ist ein bisschen naiv auch. Also das glaube ich einfach nicht. Und du siehst erstmal nur so einen schwarzen Punkt am Horizont. Mhm. Ne? Und du weißt gar nicht, ist der jetzt hässlich, ist der nicht hässlich? Du kommst näher, dann siehst du, okay, das ist überhaupt erstmal ein Mann oder so. Also diese ganzen Details, die schälen sich auf einem sehr langen Weg irgendwie raus. Und das, was dann letztendlich da so, vielleicht die letzte Tür, die dann zum Vorschein kommt oder wo man reinguckt, finde ich, hat sowas, wo vielleicht so ein Urfunke von Menschlichkeit sein kann. Das stimmt. Aus einer sehr breiten Entfernung.